Willkommen hier bei Asphalt Art, dieses Mal mit dem aktuellen Ram 1500. Das bedeutet 400 PS aus einem 5,7 Liter Sauger V8. Kein Kompressor, kein Turbo, nix. Ehrliches amerikanisches Schwermetall mit fast 6 Metern Länge. Viel Spaß! Bevor wir uns jetzt das Design hier am Ram angucken, erstmal vielen Dank an den Partner dieses Videos, denn das ist mal wieder CarVertical. Was ist das? CarVertical.com, das ist ein sogenannter Fin-Decoder. Da könnt ihr also die Fahrzeugidentifikationsnummer eures Gebrauchtwagens eingeben und dann bekommt ihr einen sogenannten Damage Report. In diesem Damage Report wird aufgeführt, wie viele Vorbesitzer hatte das Auto, wo war das Auto überall zugelassen in Europa oder in der Welt, wurde es mal als Taxi oder vielleicht als Mietwagen benutzt, ist das Auto irgendwo als gestohlen gemeldet oder war es das vielleicht mal, wo ihr also stutzig werden solltet. Es wird abgeprüft, ist der Kilometerstand, den euch der Verkäufer nennt, tatsächlich plausibel oder ist da vielleicht was dran manipuliert und gibt es irgendwelche bekannten Vorschäden und wurden vielleicht mal irgendwelche Beschädigungen repariert. Und wenn diese Beschädigungen dann in Fachwerkstätten instand gesetzt wurden, dann gibt es in der Regel in diesem Damage Report auch noch ein paar Fotos, wie das Auto mit der Beschädigung aussah und danach. Und gerade bei so einem amerikanischen Dickschiff, wenn man das Auto nicht gerade bei AEC Europe kauft, da wo das Auto jetzt herkommt, sondern sich vielleicht einen aus den USA importiert, ist CarVertical wirklich eine sehr gute Hilfe, um die Historie eines solchen Ami-Dickschiffs mal im Detail nachzuvollziehen. Also, beim nächsten Gebrauchtwagenkauf gerne diesen Kanal hier unterstützen. Benutzt den Link hier unter dem Video, dann gibt es 10% Rabatt auf euren CarVertical Damage Report und ihr unterstützt Asphalt Art. Los geht's hier am Exterieur, wie immer mit dem Schlüssel. Der ist ganz schön wuchtig, vorne ein paar Knöpfe. Entriegeln, verriegeln, hinten die Klappe von der Ladefläche öffnen, dann der Startknopf für den Remote Start, zeige ich euch gleich, und drunter einen Alarmknopf. Hier hängt jetzt noch eine extra Fernbedienung dran, denn unsere Ladeflächenabdeckung, die lässt sich per Fernbedienung entriegeln und verriegeln, zeige ich euch gleich am Heck. Hinten drauf steht dann dick und fett Ram, und dick und fett ist auch ein gutes Stichwort. Guckt euch mal an, wie massiv dieser Schlüssel ist. Also damit gibt es dann auf jeden Fall eine dicke Beule in der Hose. Wenigstens hat man sie dann einmal mit dem Schlüssel. Wir gucken als erstes mal hier unter die Motorhaube, denn hier lacht uns ein wirklich richtig eingesudelter 5,7 Liter V8 Hemi an, 400 PS, 556 Newtonmeter Drehmoment, ein reiner Saugmotor, und dadurch, dass es ein reiner Sauger ist, keine Aufladung, kein Turbo, kein Kompressor, ist einfach die Kraftentfaltung von diesem Dickschiff so schön sahnig und sanft. Das ist einfach angenehm, damit im Alltag zu fahren, und deshalb ist so ein Ram auch ein sehr gutes Zugfahrzeug. Wie viel er in Deutschland ziehen darf, das sage ich euch, wenn wir hinten an der Anhängekupplung angekommen sind. Ihr seht schon, der Motorraum ist sehr dreckig, obwohl das Auto sehr sauber ist. Ah, das könnte bedeuten, dass wir im Laufe des Videos auch noch ein bisschen im Dreck spielen gehen. Wer weiß, wer weiß. Wir gucken uns jetzt erstmal hier das Design an, in diesem schönen Rot. Das, was ihr hier jetzt seht, das ist die Tagfahrlichtspange, die hier an ist. Dahinter verbergen sich Voll-LED-Reflektionsscheinwerfer. Die sind übrigens auch immer Standard beim Ram. Ganz im Allgemeinen, unser Ram ist so ziemlich die Basisausstattung mit der Ausstattungslinie Laramie Sport. Und das heißt, ihr bekommt immer Voll-LED-Scheinwerfer, auch Voll-LED-Blinker. Hier ist keine einzige Glühbirne mehr drin. Die Maximalausstattung, das sind dann Voll-LED-Linsenscheinwerfer. Apropos Maximalausstattung, so wie das Auto hier steht, wenn ihr das bei AEC Europe auf der Website bestellt, verlinke ich euch auch mal unter dem Video, könnt ihr gerne mal gucken, kostet rund 64.000 Euro. Was ist da alles dabei? Natürlich die Ramme an sich, klar,
Dann ist dabei eine Gasanlage von Prinz, denn wir haben hier natürlich schönen LPG-Umbau drin, sodass mich das Auto nicht arm macht. Und so ein paar ganz wenige Sonderausstattungen und dann landet ihr bei ungefähr 64.000 Euro. Weiter geht es hier mit den Abbiegelichtern und Nebelscheinwerfern hier unten. Wir haben vorne auch Park Distance Control, ganz wichtig bei dem Auto, das ist auch Serie. Und zwei richtig schön fette Ösen hier drin, wenn man mal irgendwie was abschleppen muss oder wenn man vielleicht selber mal irgendwo abgeschleppt werden muss, was aber wahrscheinlich mit dem Auto relativ selten vorkommt. Gegen Aufpreis gibt es nach vorne auch noch eine Kamera raus, haben wir leider nicht. Vermisse ich ehrlich gesagt sehr stark bei dem Auto, denn man muss schon sagen, wenn man da so drin sitzt hinterm Lenkrad, die Motorhaube ist sehr, sehr lang und es ist schon nicht ganz so einfach abzuschätzen, wann man jetzt mit dem Ram hier vorne vielleicht noch irgendwie so ein Lastenfahrrad über den Haufen fährt oder so oder vielleicht so an einer Tiefgaragenecke hängen bleibt und Angst haben muss, dass danach die Statik der Tiefgarage gefährdet ist. Probleme, die man halt hat, wenn man im Alltag so ein Ram fährt. Hier vorne dann, klar, Kennzeichenträger, stört euch nicht dran, dass das so ein bisschen verknittelt ist hier, das Kennzeichen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich war es nicht. Keine Ahnung. Und dann steht hier Fat Ram dran und ich stelle mich für euch mal aufrecht neben das Auto und dann seht ihr, dieser Ram-Schriftzug ist bei mir auf Hüfthöhe und es ist mir schon öfter passiert, wenn ich an der Ampel so an so einen Kleinwagen hinten rangerollt bin und erst relativ spät zum Stehen gekommen bin, dann sind die meistens aus Angst so einen halben Meter noch nach vorne gerollt, weil du dann halt, wenn du dann in den Rückspiegel guckst und bis zu der Höhe hier einfach Kühlergrill ist, du nichts mehr im Rückspiegel siehst, außer Ram oder dann in diesem Fall Mar, weil es ist ja spiegelverkehrt. Auf der Haube, oder besser gesagt, die Haube, die wir gerade offen hatten, die legt sich hier noch mit so einer kleinen Nase vorne über die Front. Dadurch, dass es hier nach vorne rauskommt, mag ein sehr unscheinbares Detail sein, aber wirkt das Auto, wenn ich von vorne drauf gucke, einfach noch so ein bisschen martialischer. Und ich habe hier links und rechts zwei Luftauslässe und das sind keine irgendwie Ansaugungen oder sowas, wo dann hier Luft für die Verbrennung angesaugt wird, sondern hier wird der Motorraum ein bisschen wärmelos, kann man sich wunderbar dann im Winter bei diesen Temperaturen auch die Hände wärmen. Und weil ihr da gerade so schön steht, hier steht nochmal 1500 Hemi 5,7 Liter drauf. Es gibt das Auto bei AEC Europe auch mit dem 3,6 Liter Diesel zu bestellen. Habe ich aber keine Erfahrung mit. Wenn es da Leute gibt, die das Ding fahren, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wieso eure Erfahrungen damit sind. Hier auf der Seite, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, muss ich jetzt mal einen Spickzettel in die Hand nehmen, denn jetzt kommen viele Zahlen, Daten und Fakten. Also get ready to schreib mit. Der Ram 1500, so wie wir ihn fahren, ist 5 Meter und 92 lang, er ist 2 Meter und 8 breit, natürlich ohne diese gigantischen Paddel, bei denen man immer aufpassen muss, dass man einem Fußgänger nicht versehentlich eine Schelle auf dem Hinterkopf gibt, wenn der zu nahe am Straßenrand langläuft. Er ist 1 Meter und 97 hoch. Wir haben eine Bodenfreiheit von 22,2 cm, einen Radstand von 3,67 m, das ist also mehr als bei einem BMW 7er in der Langversion, könnt ihr euch hier auch gerne ein Video zu angucken, ein Wendekreis von 13,74 m und jetzt wird es wahrscheinlich interessant für viele von euch, die das Auto wirklich dafür nutzen wollen, was es ist, nämlich als Pickup, als Nutzfahrzeug. Die Ladefläche hat folgende Abmessung, sie ist 1,71 m lang und sie ist 1,69 Meter breit und dieses Auto kann eine Nutzlast auf der Ladefläche von 1096 Kilo tragen und ist, wenn ihr ihn euch unverändert bei AEC bestellt, zugelassen mit einem ZGG, also zulässigem Gesamtgewicht von 3500 Kilo. Wow, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben und ich hoffe, damit ist euer Wunsch nach Zahlen jetzt befriedigt. Wir gucken uns jetzt das Design hier auf der Seite an und los geht es mit den Felgen. Wir haben jetzt hier, wie sich das für ein Ami gehört, so schön Ganzjahresreifen drauf. Und das sind übrigens 20 Zoll Felgen. Auch wenn es aussieht, als ob wir hier irgendwie so auf 16 Zöllern fahren, weil dieses Rad einfach untergeht an diesem gigantischen Auto und in diesem gigantischen Radhaus. Es sind tatsächlich 20 Zöller. Diese Alufelgen, die gibt es immer serienmäßig beim Ram mit dazu, ist ohne Aufpreis. Es gibt aber auch andere Felgen, zum Beispiel auch so komplett schwarz, je nachdem, was ihr für eine Ausstattungslinie habt. Die Radkästen sind hier auch in Wagenfarbe lackiert, nicht irgendwie in Riffelplastik. Das gibt es auch in Kunststoff. Dann aber nur, wenn man sich den Ram nicht als Laramie Sport bestellt, sondern zum Beispiel in der Ausstattungslinie Rebel oder zum Beispiel beim Ram TRX oder auch T-Rex. Vielleicht kommt dazu ja noch was bei uns. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Weiter geht es hier mit ein paar ordentlichen Tritten.
Brettern, damit ich hier entspannt ein- und aussteigen kann. Und übrigens Vorsicht, wenn man irgendwie aus einer Garageneinfahrt oder sowas direkt nachdem die Vorderachse durch ist, rausfahren will, dann muss man unbedingt darauf achten, diese Trittbretter, das ist der äußerste Punkt am Auto, nachdem man mit den Außenspiegeln durch ist. Und da schrabbelt man ganz gerne mal irgendwo lang, also aufpassen. Hier unten steht nochmal Ram und AEC, das ist der Importeur. Weiter geht es, wir gucken mal ein Stückchen nach oben mit den wirklich riesigen Außenspiegeln. Das ist aber auch gut so, dass die so groß sind, denn dadurch hat man den Ram echt gut im Blick. Der linke Außenspiegel, typisch für einen Amerikaner, vergrößert unheimlich. Das erfordert ein bisschen Gewöhnung. Ich habe aber den Außenspiegeln, wie bei so einem LKW oder wie bei einem Wohnmobil, nochmal oben links in der Ecke so einen kleinen konvexen Spiegel, womit ich einen gesamten Fahrzeugüberblick bekomme. Unsere Fenster sind hier im Kontrast zu diesem schönen Rot eingerahmt in Schwarz und unsere Fenster hier hinten sind auch getönt. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Überall diese schwarz-roten Kontrastakzente, passt sehr gut zum Ram. Ich habe an der Fahrertür und an der Beifahrertür Keyless Entry und Keyless Close. Hinten habe ich das leider nicht. Ich muss das Auto also immer erst aufmachen, bevor ich hier hinten rankomme. Ja, dann gibt es hier hinten den Tankdeckel. Hier geht super rein und zwar 98 Liter in den Supertank. Zusätzlich, wie vorne schon erwähnt, habe ich ja hier noch eine Gasanlage drin, die fast ebenfalls nochmal 122 Liter Tankvolumen. Und das ist so eine Unterfluranlage, die sitzt hier hinten, da wo normalerweise das Reserverad hängt, unter der Ladefläche. Da kommt ihr also ziemlich weit. Zum Verbrauch sage ich euch noch was, wenn wir zusammen fahren, aber es sind immer so um die 15 Liter. Hier hinten haben wir dann genauso 20 Zoll. Hier steht nochmal Sport drauf, denn es ist ja ein Laramie Sport und auch nochmal AEC. Ja, und dann haben wir hinten schon die Rücklichter und da geht es dann weiter mit dem Heck und der Ladefläche. Wir haben hier nochmal so eine Abdeckung drauf, die sich per Fernbedienung entriegeln und verriegeln lässt. Das geht im Notfall aber auch mit einem Schlüssel. Und dann wird die mit zwei Gasdruckdämpfern hochgedrückt und dann kann ich hier meine Ladefläche benutzen. Natürlich auch serienmäßig mit gedämpfter Klappe hinten für die Ladefläche. Und dann kann ich hier Sachen drauflegen. Insgesamt darf ich knapp über eine Tonne hier drauf laden. Die Abmessungen, die hatte ich euch ja eben auf der Seite schon genannt. Serienmäßig ist diese Ladefläche auch ausgestattet mit so einem, ja, ist mit Kunststoff ausgelegt, damit da nicht irgendwas über den Lack kratzt. Und da kann ich dann alles Mögliche reinschmeißen. Wenn ich höhere Ladungen transportieren möchte, dann muss ich natürlich entsprechend dieses Top hier abnehmen. Ja. Ansonsten, ich glaube, es gibt wenig, was hier irgendwie nicht drauf Platz findet. Ich habe natürlich Verzurösen drauf und es gibt dann auch noch solche Ram-Boxen als Zusatzausstattung. Da ist dann die Ladefläche hier bis zum Radkasten geschlossen und dafür habe ich dann hier Deckel, die ich aufklappen kann. Da sind wettergeschützte Boxen drin und da kann ich dann noch irgendwelches Kleinzeug drin verstauen. Wir machen eben die jetzt wieder zu, die Ladeklappe. Zack. Und gut, dass hier so ein, na komm her, so ein Lämmerschwanz dran ist zum Runterziehen, denn sonst wäre das Ding einfach so hoch, dass selbst ich mit meinen 1,84 da nicht mehr drankommen würde. Diese Abdeckung, die ist nicht nur gut in so einem Moment wie jetzt, wo es ein bisschen nass von oben ist, damit mir die Ladung nicht nass wird, sondern die sorgt auch für eine bessere Aerodynamik und für einen geringeren Verbrauch. Hier hinten am Ram haben wir auch alles in LED-Technik gehalten. Es blinkt nichts dynamisch, alles blinkt statisch. Ziemlich, ja, klassische Rückleuchten. Hier ist nochmal Ram eingelassen. Ansonsten steht hier dann mittig auf dem Loadgate nochmal Laramie für die Ausstattungslinie. Und dann, man kann es eigentlich nicht übersehen, nochmal dick hinten drauf, Ram. Darüber gibt es dann am Griff der Heckklappe eine Rückfahrkamera und diese Rückfahrkamera kann ich nicht nur zum Rangieren benutzen, sondern um auch zu gucken, ob mit meiner Ladung noch alles in Ordnung ist. Und hier rechts steht dann nochmal 4x4, denn unser Ram 1500 Laramie ist ausgestattet als Allradfahrzeug. Und dann eine Sache, die ganz wichtig ist bei dem Auto, hier die von AEC nachgerüstete Anhängekupplung. Eigentlich darf das Auto 5,5 Tonnen ziehen in Amerika. In Deutschland ist er allerdings leider limitiert auf 3,5 Tonnen. Ich will das einmal ganz kurz technisch erklären. In den USA dürfen auch Anhänger über 3,5 Tonnen, die dann gebremst sein müssen, mit so einer normalen Anhängerkupplung gezogen werden. Denn dort gibt es Anhänger, die elektrisch gebremst sind und nicht mit Druckluft. In Deutschland müssen solche Anhänger über 3,5 Tonnen allerdings per Druckluft gebremst werden und dürfen auch nicht mit so einer normalen Anhängerkupplung gezogen werden, sondern müssen dann in so einer NATO-Clown-Kupplung gezogen werden. Und weil es hier keine Pressluftanlage im Ram gibt, leider eben auch nicht für den 2500er und auch nicht für den 3500er, darf er hier nur in Anführungszeichen 3,5 Tonnen ziehen.
die zieht er dann aber wirklich absolut spielend. Vielleicht eine kurze Anekdote aus dem Alltag von mir mit der Ramme. Ich habe neulich auf der Autobahn einen Renault Master, der voll beladen war, plus 4 Personen Besatzung von der Autobahn geschleppt. Der hatte nämlich ein technisches Problem. Da habe ich den einfach hier hinten mit dem Abschleppseil an der Anhängekupplung eingehakt und los ging es. Und das hört sich so, ja, so an, als würde man irgendwie einen auf dicke Hose machen wollen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich habe einfach gar nicht gemerkt, dass die Kiste am Ram dranhing. Das ging wirklich ohne Probleme. Hier hinten ist dann auch der Einfüllstutzen für die Autogasanlage von Prinz. Da gibt's so einen Adapter, schraube ich rein und dann kann ich dort LPG tanken und bin natürlich deutlich günstiger unterwegs. Und wenn wir jetzt schon hier hinten an diesen 2 fetten Abgastüten sitzen, würde ich sagen, machen wir noch schnell eine Sache, die fast jedes amerikanische Auto kann, die aber hier bei uns in Deutschland und in Europa sehr außergewöhnlich ist, nämlich den Fernstart, dafür einfach Fahrzeug verriegeln und dann doppelt auf den Fernstartknopf drücken und dann geht der Ram an. Ja, und dann hört er jetzt auch mal, wie der klingt. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Also es klingt sehr zurückhaltend, angenehm, schön, so ein V8-Blubber. Man hört, da ist ein großer Motor drin, ich mache ihn mal wieder aus. Aber er ist nicht laut und ihr geht damit niemandem auf den Sack. Nochmal kurz zur Erklärung, wozu ist das gut? In den USA ersetzt das die Standheizung. Wenn ich im Sommer zum Beispiel das Auto vorklimatisieren will, kann ich ihn aus der Ferne starten. Und wenn ich ihn im Winter vorheizen möchte, kann ich ihn auch starten. Und dann heizt die Heizung im Auto hoch. So, jetzt wird es hier schon wieder ein bisschen nass bei uns und es ist sehr kalt. Und deshalb würde ich sagen, wir schwingen uns jetzt mal hier rein und fahren auch wieder. Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing. Der Innenraum des Ram ist mit einem Wort ausgedrückt gigantisch. Und wenn ich vielleicht noch ein zweites Wort für die Beschreibung dazu ziehen darf, dann würde ich vielleicht noch sagen, robust. Es ist alles hier bezogen mit Kunstleder. Oder es ist aus Kunststoff. Aber ich muss jetzt hier mal direkt eins sagen, so ganz im Allgemeinen. Der Innenraum fühlt sich ehrlich gesagt nicht billig oder minderwertig an. Denkt das nicht, wenn ihr einfach nur ans Klischee amerikanischer Autos denkt. In der Hand habe ich ein mit Kunstleder überzogenes Multifunktionslenkrad. Links steuere ich alles, was mit meinem teildigitalen Instrumentenbrett hier vorne zu tun hat. Und ich kann auch ans Telefon gehen oder Anrufe ablehnen bzw. die Sprachsteuerung aktivieren. Und rechts steuere ich den gesamten Tempomat. Unser Ram ist jetzt nicht ausgestattet mit sowas wie Spurhalteassistent oder Abstandsregeltempomat. Gibt es aber für den Ram. Hätte er das, würde ich das hier rechts natürlich auch noch da steuern, wo ich den Tempomat steuere. Wir können jetzt hier nur eine Geschwindigkeit einstellen und die hält er dann. Außerdem habe ich hier links, rechts unten am Lenkrad noch 3 Knöpfe, Plus, Minus und in der Mitte Gear Limit. Das bedeutet, wenn ich das aktiviere, dass ich dem Ram sage, er soll maximal zum Beispiel hochschalten bis in den 3. Gang oder ich kann das auch so ein bisschen benutzen wie eine manuelle Schaltung, dafür ist aber eigentlich nicht gedacht. Kann zum Beispiel, wenn es bergab geht, hier auf Minus drücken und dann kann ich manuell ein paar Gänge runterschalten und dann über das Motorschleppmoment bremsen, sodass ich nicht permanent meine Betriebsbremse benutzen muss. Hinter dem Lenkrad habe ich ein teildigitales Cockpit, links und rechts 2 Tuben, links die Drehzahl und die Kühlwassertemperatur, rechts Geschwindigkeit in Meilen und Kilometer pro Stunde. Zwischen diesen 2 Tuben habe ich dann ein digitales Display. Das ist auch echt ordentlich aufgelöst, es ist schön hell, ich kann es immer lesen und da bekomme ich dann meine ganzen Bordcomputerinformationen, was ich so verbrauche. Apropos Verbrauch, ich habe im Durchschnitt auf den letzten 1192 Kilometern einen Verbrauch von 15,6 Liter auf 100 Kilometer. Ich habe hier in unserem Ram leider kein Head-Up-Display, gegen Aufpreis gibt es das aber auch für den Ram, finde ich sehr schön. Begleitet wird das Ganze dann von einem riesengroßen, aufrecht stehenden Screen hier in der Mitte. Das ist alles in so einer Kacheloptik gehalten, dieses ganze Betriebssystem. Und ich kann mir immer aussuchen, was ich in der oberen Hälfte des Screens sehen will und was an der unteren. Ich kann aber auf Wunsch auch zum Beispiel über die gesamte Höhe dieses Bildschirms und dann wird er sehr nützlich die Navi-Karte anzeigen lassen. Denn so ein großer Hochformat-Screen ist gerade beim Navigieren sehr angenehm, weil ich dann sehr viel vor und hinter mir auf der Navigationskarte sehe. Ich kann hier natürlich auch Android Auto und Apple CarPlay benutzen. Dafür habe ich gleich 4 USB-Anschlüsse hier vorne und zwar 2x USB-C und 2 normale USB-Anschlüsse. Es geht über alle Anschlüsse Apple CarPlay. Leider geht das aber nur
Wired, also nur mit Kabel, sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto. Das finde ich sehr schade, würde dem Auto wirklich gut stehen, wenn das auch noch ohne Kabel funktionieren würde. Ganz unten habe ich dann so ein paar Standardeinstellungen, wo ich wählen kann, welche Medien werden wiedergegeben. Ich habe die ganzen Steuerelemente für den Fahrer- und Beifahrersitz, also Sitzheizung, Sitzbelüftung und beim Fahrer auch noch die Lenkradheizung. Ich kann mir hier während der Fahrt die Rückfahrkamera anzeigen lassen. Ist auch sehr praktisch, wenn ich nämlich hier was ziehe mit meinen 3,5 Tonnen Anhängelast, kann ich während der Fahrt auch kontrollieren, ob da alles noch gut ist, ob das alles an seinem Platz ist, sich irgendwas gelöst hat. Finde ich sehr angenehm. Und ich kann hier einstellen, ob der zentrale Innenspiegel automatisch abblenden soll oder nicht. Und dann bekomme ich hier über den Schalter Apps, das ist ein bisschen merkwürdig gemacht, auch alle Einstellungen übers Auto, über Scheibenwischer, Verhalten von den Lichtern und so weiter und so fort, was es machen soll. Und zum Beispiel auch den Komfort-Ein- und Ausstieg der Sitze, auf denen ich sitze. Denn sowohl Fahrer- als auch Beifahrersitz können sich den Sitz voll elektrisch einstellen. Auf der Fahrerseite habe ich dann auch noch zwei Memory-Funktionen und er beherrscht eben zum Beispiel auch diesen Komfort-Ein- und Ausstieg. Das bedeutet, wenn ich das Auto ausmache und die Tür aufmache, fährt der Fahrersitz ganz nach hinten, sodass ich entspannter ein- und aussteigen kann. Eine Besonderheit zu den elektrischen Sitzen gibt es im Ram noch. Das haben sonst eigentlich meistens nur irgendwelche Hypercars. Und zwar kann ich hier im Ram auch noch die Pedalerie verstellen, also Bremspedal und Gaspedal. Das auch elektrisch, da habe ich einen Knopf für und auch diese Position wird natürlich in der Memory-Position abgespeichert. Und zum Schluss gibt es hier vorne noch eine weitere Besonderheit in der Bedienung, nämlich die Wahl der Fahrstufe. Wir haben hier ein 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe und diese Fahrstufe, also ob Drive, Neutral, Vorwärts, Rückwärts, wähle ich nicht etwa über einen großen Gangwahlhebel hier in der Mitte, sondern über ein Drehrad hier vorne, wo ich drehen kann. Das wirkt im ersten Moment ein bisschen ungewohnt und das ist ein bisschen komisch am Anfang. Wenn man sich da aber mal dran gewöhnt hat, ist das super schnell beim Rangieren. Man greift nämlich einfach runter und dreht klack vorwärts, klack rückwärts. Geht sehr, sehr schnell und das Getriebe schaltet auch sehr schön. Dazu gleich noch mehr im Fahreindruck. Neben diesem Fahrstufenwahlhebel habe ich dann noch 4 Knöpfe. 4 WD Auto, 2 WD, 4 WD High und 4 WD Low. Da kann ich also meine Einstellung für den Allradantrieb wählen, ob ich das Auto automatisch entscheiden lasse, wann er alle 4 Räder antreiben möchte oder immer nur mit Zweiradantrieb fahre, dann fahre ich mit Hinterradantrieb oder eben eine hohe Übersetzung für hohe Geschwindigkeiten Allrad oder eine niedrige Übersetzung für schwere Lasten und niedrigere Geschwindigkeiten mit 4 WD Low. Ah, so. Es gibt nur noch eine Sache, bevor wir jetzt losfahren. Das ist eine Besonderheit am Ram. Hier oben gibt es einen Schalter. Man kriegt das Auto auch mit Schiebedach, haben wir nicht. Was es aber immer hat, dieses kleine Fenster ganz hinten, also zwischen den beiden rückwärtigen Sitzen, das kann ich hier elektrisch öffnen und schließen. Und das ist einerseits sehr praktisch, um mal ein bisschen Luft reinzulassen. Denn wenn man da aufmacht, zieht es hier drin im Innenraum nicht, egal wie schnell man ist. Und es wird nicht ganz so laut, wie wenn man so ein Seitenfenster aufmacht. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn ich irgendeine lange Ladung habe, die von der Ladefläche hier mit ins Auto reinragen würde, kann ich dieses Fenster auffahren und hier noch den Platz im Innenraum nutzen. So, jetzt aber angeschnallt und den 5,7 Liter V8 zum Leben erweckt. So, und was fällt auf? Der Ram mit so einer Standardabgasanlage klingt wirklich sehr zurückhaltend. Kein lautes Geballer, kein lautes Gebrummel. Gibt jetzt bestimmt viele unter euch, die finden das schade. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr angenehm. Ihr geht niemandem damit auf den Sack. Und so ein Ram, auch wenn viele in Deutschland so rumfahren, ist auch einfach kein Auto, was irgendwie besonders laut sein will und jedem sofort sagen will, ich habe einen V8. Sondern das ist halt eigentlich Nutzfahrzeug. Und das bringt mich auch gleich zu einem ganz guten Punkt. Ich meine, ja, man sieht solche Autos wie so ein Ram sowieso äußerst selten in Deutschland oder in Europa auf der Straße herumfahren. Und so gerne ich Ram fahre und so sehr ich dieses Auto mag, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch eigentlich gut so. Denn es ist ein Nutzfahrzeug und das Auto ist einfach in ganz vielen Situationen im Alltag schon zu groß oder echt hart an der Kotzgrenze zum zu groß werden für den deutschen Straßenverkehr. Das ist egal, ob ihr irgendwo in ein Parkhaus wollt, ist in der Regel immer problematisch. Egal, ob wegen der Höhe mit 1,98 oder der Breite, ist immer irgendwie ein bisschen schwierig. Länge genauso. Es ist halt so, als würdet ihr mit einem Sprinter durch die Gegend fahren. Und zweitens, auch wenn wir hier eine Autogasanlage drin haben und ich mit meinen knapp unter 16 Liter Verbrauch preislich ungefähr so unterwegs bin, als würde ich einen richtig großen Diesel fahren, der ein bisschen mehr verbraucht,
ist das zwar finanziell jetzt nicht so eine Riesenbelastung für mich, aber man muss doch ganz ehrlich sagen, man drückt halt hier trotzdem fast 16 Liter Sprit auf 100 Kilometer durch und gerade in unseren Zeiten, das ist einfach zu viel, um das Auto einfach nur zu fahren, weil man es cool findet. Sorry, alle, die ich jetzt damit enttäusche, aber das ist einfach zu viel wertvoller Rohstoff, der hier durchgeballert wird. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn ihr ein Auto braucht, was gefühlt transportmäßig alles kann und was auch gefühlt absolut unzerstörbar ist, dann finde ich, ist so ein Ram durchaus interessant und hat auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Denn ich kann hier, wie ich euch außen ja schon gesagt habe, nicht nur mindestens 3,5 Tonnen ziehen, sondern ich kann halt auch maximal 1000 Kilo auf die Ladefläche packen und ich habe hier drin gigantomanisch viel Platz. Also selbst wenn ich jetzt 2,50 Meter groß wäre, könnte ich immer noch hinter mir selbst sitzen. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Ich bekomme alles weg und alles, was ich hier anfasse, es fühlt sich alles ziemlich hochwertig an. Es ist aber alles Kunstleder oder Kunststoff. Es fühlt sich alles an, als könnte ich es abwischen, wenn ich es irgendwie mal dreckig gemacht hätte. Selbst wenn ich hier mit richtig saudreckigen Schuhen oder Arbeitsklamotten einsteige. Ich habe nie so dieses Gefühl, dass ich jetzt hier irgend so ein super hochwertiges Auto kaputt machen könnte. Als Beispiel, wenn ich richtig dreckige Schuhe habe und vielleicht noch eine dreckige Arbeitsklamotte an hätte, ich weiß nicht, ob ich da so viel Bock hätte, mich in so eine teure Mercedes X-Klasse zu setzen oder in einen VW Amarok oder sowas. Da hätte ich immer das Gefühl, ach Mensch, das gute, teure Auto, nicht, dass ich was dreckig oder kaputt mache. Und dieses Gefühl habe ich im Ram irgendwie nicht. Wenn man so ein Ram aber nicht als Arbeitsfahrzeug nutzt, sondern halt auch mal ein paar Meter so im Alltag damit fahren möchte oder fahren muss, oder ist ja jedem selbst überlassen, was er mit diesem Auto macht, wenn er es sich kaufen möchte und es schön findet, dann wird man auch in die Gelegenheit kommen, mal auf die Autobahn fahren zu müssen. Genau das machen wir jetzt. Wir wollen mal gucken, ob ich mit so einem fetten Ami-Pickup überhaupt vom Fleck komme. Wir fahren jetzt auf die Autobahn auf und ich fahre Tacho 70. Es gibt keine Fahrmodi hier im Ram. Ich kann also nicht auf Sport stellen oder sowas. Ich kann jetzt einfach nur bei 70 sagen, kick down in 3, 2, 1, jetzt. 90, 100, 12, 25, 30, 140. 150, 160. So, wenn die Kiste leer ist und du alleine unterwegs bist, so wie wir das jetzt gerade zusammen sind, dann packen halt die 400 PS auch richtig zu. Denn, ich meine, der Ram ist zwar nicht leicht, aber wenn er halt nicht beladen ist, dann ist er jetzt auch nicht so ultra krass schwer. Und dann geht er schon wirklich ganz gut voran. Auch jetzt, der LKW fährt weg, wir sind bei 110. Ich gebe einfach mal Gas. 120, 130, 140. Also das ist auf jeden Fall ausreichend zügig, zumindest für mein Empfinden. Es gibt nur eine Sache, die ist natürlich nicht ganz so angenehm auf langen Strecken hier auf der Autobahn zum Beispiel, und das ist das Geräuschniveau. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, fahre ich eigentlich auf der Autobahn nicht schneller als 130. Schön Tempomat an, hier zack, und dann rollerst du so dahin, so wie jetzt. Tacho exakt 130, und da muss man seine Stimme schon ein wenig erheben, und bei 130, das wäre so auch die absolute Schmerzgrenze, wo ich vielleicht noch telefonieren würde hier mit der Freisprecheinrichtung in dem Auto, und da muss man auch schon seine Stimme etwas erheben, wenn man sich mit seinem Beifahrer oder Beifahrerin unterhalten will und wenn man gar mit jemandem sprechen möchte, der ganz da hinten sitzt, dann muss man schon relativ laut reden. Das sollte einem also bewusst sein, aber okay, so ein Ram ist halt jetzt auch kein Luxuskreuzer, sondern ein Arbeitstier. Bevor wir uns jetzt gleich mal nach hinten setzen, fehlen noch zwei Dinge hier im Ram. Nämlich erstens, wie fährt sich so ein gigantisches amerikanisches Auto eigentlich auf einer etwas engeren Landstraße? Und da kann ich euch sagen, amerikanischen Autos eilt ja immer der Ruf voraus, ja, die fahren unglaublich unpräzise und man schwimmt so durch die Kurve und man lenkt ein und hofft, drückt die Daumen, dass man an der richtigen Stelle an der Kurve am Ausgang wieder rauskommt. Das ist im Ram nicht der Fall. Der fährt sich im Prinzip wie jeder andere große PKW. Klar, man muss im Hinterkopf behalten, man fährt ein sehr schweres, sehr großes Auto und die Physik ist nicht zu überlisten, aber ihr braucht keine Angst haben, dass das Auto irgendwie aus der Kurve rausgetragen wird oder rauswankt. Überhaupt nicht. Der Ram fährt ziemlich easy. Er muss halt einfach nur die Größe beachten. Und Punkt Nummer zwei, bevor wir uns jetzt nach hinten setzen, das ist das Thema unbefestigte Straßen. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, naja, man muss sich halt überlegen, braucht man so ein Auto wie den Ram?
Denn wenn nicht, naja, ist es halt so eine Sache, so ein Auto einfach nur so zum Spaß an der Freude hier in Deutschland zu fahren. Und wenn man so ein Auto braucht, weil man zum Beispiel in der Landwirtschaft tätig ist oder im Forstbetrieb oder sowas, dann muss man vielleicht ab und zu auch mal unbefestigte Wege fahren. Und genau das tun wir jetzt zusammen. Es ist natürlich hier kein richtiges Offroad, ne? Klar, und die richtigen Offroad-Leute, die werden jetzt wieder so ein bisschen grinsen und sagen, ja, ja, der Typ wieder hier mit seinem amerikanischen Dickschiff, klar. Ein Ram ist kein richtiger Offroader und jede G-Klasse oder ein fürs Kraxeln ausgelegter Jeep wird ihn im Gelände schlagen. Aber wenn du regelmäßig einfach so ein paar Feldwege fahren musst, die einfach kacke sind, ne? Ihr seht, wie es mich hier durchschaukelt, dann ist in meinen Augen so ein Ram das richtige Auto. Wir stellen hier mal die Traktionskontrolle aus, das brauchen wir jetzt nicht, denn wir wollen nicht, dass der uns hier ständig die Leistung wegregelt. Und dann ist das Gute an einem Ram nicht unbedingt seine mega herausragende Geländegängigkeit und seine herausragenden Kletterfähigkeiten, denn die hat er nicht so besonders. Der große Vorteil am Ram, das ist was anderes. Stellt euch mal vor, ihr seid hier auf so einem Feldweg unterwegs und ihr müsst da durch und dann kommt da ein Loch oder eine große Pfütze oder so, ja. Und du denkst dir so, na, ist das jetzt vielleicht 5 cm tief, das Loch? Oder sind es vielleicht doch 30? Keine Ahnung. Aber es ist egal. Ja, draufhalten, zack, durch geht's hier. Große Steine, kein Problem. Wasserdurchfahrten, egal. Du hast einfach das Gefühl, du fährst hier einen unverwüstlichen Panzer durch die Gegend. Und das macht es dir im Alltag eben einfach leicht, wenn du solche Wege hinter dich bringen musst. Du musst nicht so viel drüber nachdenken. Der Ram, der macht das schon. Und das Ding ist einfach unzerstörbar. Und das ist ein schönes Gefühl. Und was auch ein sehr schönes Gefühl ist, ich habe ja gerade gesagt, wir machen mal die Traktionskontrolle aus. Und mit meinem Schalter, den ich euch im Stand erklärt habe, kann ich hier natürlich dementsprechend auch auf 2WD schalten. Und wenn ich den Antriebsstrang auf 2WD schalte, dann habe ich ein hinterradgetriebenes Auto mit 400 PS und relativ wenig Gewicht, weil wir ja nichts auf der Ladefläche haben, auf der Hinterachse. Und ihr seht schon, wie ich jetzt wie so ein Blödmann anfange zu grinsen. Und ich glaube, ihr wisst auch, was das heißt. Denn mit so einem Ram kann man halt auf so einem schottrigen Weg auch Blödsinn machen. Bist dann hier so am Fahren, Hinterradantrieb ist an, siehst eine Kurve, es ist schön schottrig und einfach stumpf rauf aufs Gas. Und dann biegst du hier mit dem Ram sowas von gutmütig quer durch die Kurve ab. Es macht einfach tierischen Bock und es ist so richtig stumpf, Hillbilly-mäßig hier. Du freust dich schon. Ah, hier kommt wieder eine Kurve, schön glatter Untergrund mit viel Schotter. Einlenken, ans Gas. Gegenlenken. Bap, 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 bap. Und dann wie auf so einer Rallye-Etappe hier einfach stumpf quer rum. Und das Auto ist so gutmütig, weil der Radstand natürlich gigantisch lang ist in so einem Ram. Und das bockt einfach. Du hörst, also ich zumindest, was heißt du? Ich höre so vor meinem inneren Ohr, kriege erstens so ein Grinsen nicht weg und höre dann die ganze Zeit so im Kopf irgendwelche geile Country-Musik oder so. Es ist einfach geil. Und dann mit so einer Staubwolke nach hinten weg gehst du mit dem V8-Sound quer um die Kurve. Und das bockt einfach. Und das fühlt sich einfach schön an. Und hier ist jetzt wirklich so richtig Platz. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich brauche nicht mal irgendeine Zusatzkamera, um euch zu zeigen, wie viel Platz hier ist, weil Alex einfach komplett sich breit machen kann in der geöffneten Tür. Guckt mal, wie weit ihr von mir weg seid. Ich komme nicht mal an euch ran. Ich bin voll ausgestreckt. Ich muss mich so weit zu euch rüberlehnen. Ich schaffe es nicht mal, die Kamera anzufassen. Normalerweise müssen wir immer in den Autos gucken, wie machen wir das, wie filmen wir das und so, ne? Damit das irgendwie passt. Hier Kniefreiheit echt von einem anderen Stern. Der Fahrersitz ist auf meine Körpergröße eingestellt. Ich bin 1,84 groß. Ich stoße auch in meiner Frisur noch nicht hinten an. Ich habe hier hinten natürlich elektrische Fensterheber und die Fenster, die versenken sich auch komplett und da wird eine riesengroße Öffnung frei. Ich kann hier schön rausgucken, habe noch einen Kleiderhaken, habe in der Tür große Türtaschen, wo auch 1,5 Liter Flaschen reinpassen. Ich habe hier vorne vor mir nochmal zwei fette Becherhalter, wo jeweils eine 1 Liter Flasche reinpasst. Ich habe hier hinten nochmal Luftausströmer für den Platz hinterm Fahrer und hinterm Beifahrer. Eine dritte Klimazone haben wir jetzt hier leider nicht. Da
dafür auch hier hinten nochmal 4 USB-Anschlüsse, zweimal USB-C und zwei ältere USB-Anschlüsse und dann noch eine Steckdose. Das ist allerdings ein amerikanischer Stecker, da bräuchtet ihr also einen Adapter. Was ich super praktisch finde, ich habe im Ram auf allen drei Sitzplätzen hier hinten, denn ich habe hier drei vollwertige Sitze, ISOFIX-Anschlüsse, das ist also super praktisch, falls ich drei Babyschalen unterbringen muss. Ich habe auch auf allen drei Sitzen vollwertige Dreipunktgurte und kann mir auf dem Sitz hinterm Beifahrersitz und hinterm Fahrersitz auch die Kopfstütze einstellen. Das geht bei dem hier in der Mitte leider nicht. Den kann ich dafür aber, na komm her, eigentlich umklappen. Ich kann den umklappen und dann kommt hier nochmal quasi so eine Lehne zum Vorschein. Und was ich hier auch noch machen kann, ich will euch das jetzt eigentlich schon zeigen. Hier ist es da. Da kommt nochmal die Lehne zum Vorschein. Nochmal zwei Becherhalter. Nochmal eine Ablage, die auch nochmal mit Stoff ausgeschlagen ist. Und eine Lederarmablage. So, klappen wir es wieder hoch. Und ich kann hier diese Sitze auch noch verschieben. Zack. Dann rutscht die Sitzbank nach vorne und die Rückenlehne klappt sich so ein kleines Stück nach hinten. Und dann habe ich hier eine entspannte Liegeposition drin. Und dann kann ich hier selbst mit meinen 1,84 hinter dem Fahrersitz richtig lümmeln und kann hier drin chillen und mich chauffieren lassen. Das ist echt nice. Das Raumgefühl ist einfach genauso wie da vorne gigantisch groß. Ich habe das Gefühl, die Motorhaube, dort wo die da vorne zu Ende ist, die ist in einer anderen Zeitzone als ich, der hier hinten sitzt. Der Ram ist riesengroß, er ist eigentlich zu groß für den deutschen Straßenverkehr in vielen Situationen. Er ist unvernünftig und er verbraucht unheimlich viel Sprit. Aber wenn man wirklich ein großes Zugfahrzeug braucht mit viel Zuladung und den Ram dafür benutzt, wofür er gebaut wurde, nämlich als Nutzfahrzeug, dann ist das Auto in meinen Augen schon gar nicht mehr so extrem unvernünftig. Klar, mit 64.000 Euro ist das Auto jetzt nicht billig, aber überlegt mal, wie viel Auto ihr hier für 64.000 Euro bekommt und was man sagen muss. Ja, ich kann zum Beispiel auch mit einer Mercedes X-Klasse oder einem VW Amarok oder anderen großen europäischen oder asiatischen Pickups 3,5 Tonnen ziehen, so wie mit dem hier. Aber dadurch, dass das Auto in den USA für viel mehr ausgelegt ist, muss man schon sagen, das Auto zieht so eine Last, die hinten drauf ist oder die hinten dran hängt, echt mit einer Leichtigkeit. Der schüttelt das so aus dem Handgelenk. Und dann diese sanfte Kraftentfaltung aus diesem großvolumigen Motor, das fährt sich einfach gut und das fühlt sich wirklich in jeder Faser an, als wären hier unerschöpfliche Kraftreserven vorhanden. Und was man auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen muss, ihr seht es ja, wir haben das Auto jetzt richtig schön eingesaut. Es ist mir in den zwei Wochen, in denen ich das Auto jetzt fahren durfte, auch wirklich nie langweilig geworden, dieses Dickschiff durch den Dreck zu schicken. Das bockt einfach, weil du hier irgendwie das Gefühl hast, das ist unzerstörbar, dieses Auto. Es geht einfach überall durch und sei die Pfütze auch noch so tief und sei der Weg auch noch so uneben, egal, rechten Fuß einfach zum Bodenblech und dann geht's vorwärts hier mit der V8 Power. Macht halt auch einfach Spaß. Was haltet ihr von solchen Autos und explizit von diesem Auto? Sagt es mir gerne in den Kommentaren und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal bei Instagram, Facebook und TikTok vorbeischauen würdet. Die Links findet ihr hier unter dem Video. Da könnt ihr uns auch mal besuchen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin, ciao! Kiss me, darling.